Ja, meine Freunde, heute wieder herzlich willkommen auf dem Radioactive Server. Heute geht es um das Thema Ocean Chests mit dem letzten Update eingefügt und implementiert. Euch erwartet neuer Loot für neue Items, die es so bis jetzt nicht als Blueprints gab, beziehungsweise die Items gab es noch gar nicht. Und gibt es ausschließlich in diesen Ocean Chests. Es gilt zu sagen, diese Ocean Chests sind unabdingbar für alle, die den neuen Boss machen möchten, also den Leviathan, und sind rundenbasierend. Heißt, wie die Chests auf dem Wasser oder des Living Mythos auf den Powerstone-Inseln, müsst ihr die Runden quasi abwehren, dann spawnt die nächste Runde und diese dürfen die Kisten nicht kaputt machen. Wir haben als Konstellation hier genommen U-Boot und zwei Krabben. Eignet sich dadurch, dass das U-Boot halt die Aggro von den Tintenfischen sehr schnell zieht und auch von den Seepferdchen. Und die Krabben können dann den Kleinkram wegmachen, heißt Haie, Mantarochen, alles, was da halt so an Kleinkram rumschwirrt. Kleiner Tipp von mir, spielt die Tames gegeneinander aus. Das ist bewusst so gemacht. Zum Beispiel die Aale kabbeln sich mit den Squids. Also kitet die so ineinander, dass sie sich quasi selber wegbearbeiten, wenn man das so sagen kann. Neue Items gibt es zum Beispiel, werdet ihr am Ende sehen, die Atlantik-Rüstung, sage ich mal. Da sind zum Beispiel Schwimmflossen bei, welche euch schneller schwimmen lassen. Verbesserte U-Boote können dabei sein. Wofür ihr die braucht, müsst ihr selber rausfinden. Natürlich auch für die Chests, sehr, sehr praktisch. Dann gibt es noch zu sagen, dass diese Chests ausschließlich in den Trenchen vorkommen, da allerdings in jedem Grid zufällig, also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Und ihr seht es hier nochmal, durch diese blauen Skelette relativ gut zu erkennen und auch durch den Rauch natürlich in der jeweiligen Farbe. Wir öffnen die jetzt hier mal und ihr seht, da ist schon Teile der neuen Rüstung dabei und auch ein Submarine. Und ganz, ganz wichtig, ihr seht diesen Klumpen schon da, das ist dieser Icy Clump, den benötigt ihr, um den Leviathan zu beschwören. Und sonst habt ihr noch dabei Mythos Gold, Remembrance Flaschen. Und das war's an der Stelle, bleibt gesund, bis bald und ciao, ciao vom Radioactive Server.